So, Freunde der Sonne, jetzt mein mittlerweile, ich weiß gar nicht, drittes oder viertes Video. Alles hat angefangen damit, dass mich ein Fotografenfreund auf Facebook in der Gruppe Wilhelmshaven fotografiert darauf hingewiesen hat, du könntest ja mal kurze Videos machen dazu, wie du eigentlich deine Fotos bearbeitest. Und ja, klar, mache ich sehr gerne, zeige ich das gerne. Vielleicht kann der eine oder andere ja davon was mitnehmen. Das, was ich mache, ist ja sowieso nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist halt wirklich so, wie ich das mache. Ich hatte jetzt schon Sonnenuntergänge und ich hatte auch schon Lost Places. Allerdings waren das zweimal so Farbgebungen, die eher schon von der Natürlichkeit her oder in der Natürlichkeit, so wie das Bild entstanden ist, ziemlich spektakulär waren. Ich möchte euch jetzt mal ein Bild zeigen oder zeigen, was ich eigentlich mit dem Bild mache, wenn das so sehr gewöhnlich aussieht. Von den Farben her, von dem Licht her. Also im Endeffekt ein Bild, was man an einem Tag gemacht hat, was grau, der grauen Grau war, so, ne? Und das haben wir ja sehr viele solche Tage. Ich habe mich hier befunden mit Rainer Ganske Fotografie, liked ihn. Ich habe mich befunden in einem alten Militärstützpunkt, wo ein Waffenarsenal war und auch zum Teil Atomwaffen gelagert wurden und da befinden wir uns im Endeffekt im Herz dieses Lagers, was eben sich auszeichnet durch einen großen Wachturm. Und was ich an dem Bild mag, ist halt diese krasse Mauer hier vorne, so mit coolem Graffiti drauf, total verratzt und so. Und hinten dann der Turm, der dann so hinter der Mauer hervorguckt. Insbesondere aber finde ich auch diese Lampe hier geil. So ein alter, richtig alter Scheinwerfer. Ja, wie gesagt, das Problem des Bildes ist, irgendwie man hat nicht wirklich Boden, das ist alles so gräulich und man hat nicht wirklich Himmel, der Himmel ist irgendwie so weißlich und es ist halt grau in grau Suppe. Ja, und da habe ich mir so überlegt, gut, was mache ich? Natürlich mache ich ein HDR. Obwohl ich habe nicht heftige Lichtverhältnisse, aber trotzdem mache ich ein HDR. Das heißt, Bracket, ja, ich habe drei Belichtungen gemacht. Einmal das normale Bild, dann einmal unterbelichtet. Jetzt sieht man, dass der Himmel so ein bisschen mehr Struktur bekommt. Unten ist es natürlich viel zu dunkel. Und dann noch mal ein bisschen zu hell belichtet. Jetzt hast du unten alles total cool und auch die Farben kommen mehr raus. Selbst die Lampe, man sieht jetzt, dass sie eigentlich so komisch grün ist, ja. Aber der Himmel ist halt weg. Und weil ich ja das Beste aus Himmel und Untergrund haben will, packe ich einfach alle drei Bilder übereinander. Rechtsklick. Zusammenfügen zu Fotos HDR. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen warten. Er rechnet und schon gleich sehen wir, zack, er hat alle drei Bilder übereinander gepackt. Die werden jetzt zusammengefügt. Das dauert einen kleinen Moment. Er errechnet jetzt ein sehr großes einzelnes Bild aus diesen drei Bildern. Und hier bietet er es mir an. So. Das ist ein Bild jetzt entstanden aus der HDR-Technik. Jetzt ist schon der Himmel, man sieht da ein bisschen mehr und man hat hier unten sogar die grüne Farbe von der Lampe. So, aber dieses Bild, das wirkt mir zu. Es wirkt mir fast schon zu freundlich. Das ist ein Militärstützpunkt. Das ist ein fucking Militärstützpunkt. Da ist nichts mit freundlich. Und das Ding ist auch noch verlassen. Ich meine, ihr wisst, das wurde gerade von Zombies überrannt. Das können wir so nicht lassen. Also versuche ich dieses Bild mal ein bisschen gruseliger zu machen. Chromatische Aberration, Profilkorrekturen, normaler Standard. Dann fange ich an zu schärfen. Ich suche mir irgendwo einen Bereich mit einer Kante. Schärfe so auf 80, 70, 80%. Maskiere ein bisschen. So. Und dann ist die Qualität für mich ausreichend. Jetzt kommt das Schwierigste, und zwar das Bild zu kippen. Super schwierig, weil wir ja diese Verzerrung haben durch meinen 10 mm. Also wie kippe ich dieses Bild eigentlich? Ich mache es folgendermaßen. Ich weiß ja in der Mitte von dem Bild nach unten und zur Seite ist es gerade. Der Horizont ist hier gerade und hier in der Senkrechten auch gerade. Das heißt, ich suche jetzt den Punkt in der Mitte, wo es einigermaßen gerade ist. Ich orientiere mich jetzt tatsächlich an dem schwarzen Rand des Graffitis, weil das einigermaßen gerade runtergelaufen ist vom Wasser her. Das heißt, jetzt ist das Bild einigermaßen gerade. Dass der Turm hinten immer noch schief wirkt, ist halt dem 10 mm geschuldet, genauso wie er hier an den Seiten.
Ich muss sagen, persönlich, ich weiß, viele machen das, dass die das jetzt begradigen und so weiter. Ich mach's nicht. Ich finde nämlich den 10mm-Look gerade cool. Und ich finde cool, wenn es alles ein bisschen zusammengestaucht ist. Gut, beim HDR gehe ich jetzt mit der Belichtung wieder runter. Ich mache das Bild wieder dunkler, als es eigentlich ist und setze den Kontrast hoch. Ich konzentriere mich im Moment auf die Wolken oben. Klarheit bei HDR immer, bei Lost Places immer ein bisschen mehr. So. Warum? Wegen der Strukturen im Mauerwerk und im Turm. So, und jetzt kommt der Trick, wie ich meine Bilder etwas gruseliger sowieso schon mache. Ich mache die Dynamik ziemlich hoch. So. Aber gehe mit der Sättigung runter. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist das Bild so fast entsättigt. Und wenn ihr euch mal so, guckt euch mal irgendwie so Plakate an von The Walking Dead oder so, dann werdet ihr es auch sehen, dass im Endeffekt eigentlich die Bilder ziemlich entsättigt sind. So, da ist nicht viel Sättigung drin, die sind nur stark eingefärbt, aber eigentlich sind sie entsättigt. So, und jetzt fange ich an und werde mal die Bereiche unten highlighten. Das heißt, ich nehme den Radialfilter, den ersten, da werden wahrscheinlich noch einige mehr kommen, und fange erstmal mit der Mauer an. Zack. Und die werde ich jetzt wieder ein bisschen highlighten. Schwarz ruhig rein, warum? Wegen des Graffitis. Dann noch ein bisschen Dunstentfernung und ein bisschen Klarheit. So, das fängt an zu leuchten, genau das will ich auch. Die Tiefen vielleicht noch ein bisschen weiter rausholen, obwohl ich da auch mal gucken muss, dass ich nicht übertreibe. Das ist aber auf jeden Fall schon mal die Mauer. Das gleiche mache ich dann jetzt gleich weiter hier oben mit dem Turm. Dazu nehme ich allerdings nicht den Radialfilter, der ist mir zu grob, sondern ich gehe da mit dem Pinsel lang. Zack. Ich mache das gleiche auch, den Turm ein bisschen heller. Und zeitgleich weiß ein bisschen mehr rein für die Leuchtkraft. Klarheit. Bisschen mehr schwarz, obwohl das eigentlich schon so langt. Jetzt kommt ein kleiner Trick von mir in Bezug auf das Gras. Ich finde dieses Gras, das ist ja schon so geil, das ist ja so wild und durcheinander und so, aber man kann das Gras immer noch ein bisschen fieser darstellen. Also ich nehme einen Pinsel, male das Gras aus, ich kann auch gleich wahrscheinlich hier die Bäume mitmalen und dann haue ich da Klarheit rein. Dunstentfernung und dann schwarz. Bisschen weiß. Und die Tiefen müssen raus. So. Jetzt wirkt das Gras. Je mehr Klarheit ich reinmache, desto krasser wirkt das Gras einfach. Genauso natürlich wie die Bäume. Jetzt habe ich überlegt, dieses Ding hier vorne, das finde ich irgendwie doof, dass das jetzt auch mit hell geworden ist. Ich habe es nur gerade ja mit angemarkert. Wie kriege ich das weg? Nun ja, ich habe ja meinen Pinsel. Und ich habe ja zweimal schon gepinselt. Einmal hier oben, den Turm. Und einmal hier unten das Gras. Und das kann man jetzt ja noch nachhinein verändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Punkt drauf drücke, bin ich wieder hier unten drin und kann das wieder verändern. Was ich jetzt tue ist, ich gehe hier bei Pinsel, gehe ich auf Löschen, gehe zurück und jetzt fahre ich hier lang und das, was ich vorher angepinselt habe, wird jetzt rückgängig gemacht. Zack. Und schon fällt es nicht mehr so auf. Und das wollte ich. So, jetzt noch zwei Sachen eigentlich, die hier zu tun sind bei dem Bild. Ich möchte den Himmel noch ein bisschen fieser haben und ich will diese Lampe haben. Die Lampe geht im Moment voll unter. Im Moment sieht man die Lampe nicht. Gerade auch, weil sie in einer Linie ist mit dieser schwarzen Linie vom Dach da. Nicht cool. dem Himmel komme ich eigentlich, denke ich mal, ziemlich leicht bei, indem ich da einfach Vignette reinpacke. Ja, klar. Der Himmel ist für mich auch so fertig. Ich muss da eigentlich kaum noch was machen. Man könnte jetzt, wenn man richtig einen an der Waffel hat, könnte man natürlich jetzt da oben noch so ein bisschen schwarz reinpacken. Ja, lassen wir es, ne? Aus Spaß und der Freude. Warum eigentlich nicht? Und bei so einer Zombie-Apokalypse ist ja meistens nicht so gutes Wetter. So, jetzt wollen wir uns doch mal der Lampe nähern. Ihr seht, ich arbeite gerade wieder fast ausschließlich noch mit Pinseln. Warum ist das so? Nun ja, ich habe den groben Teil einfach der Bildbearbeitung abgeschlossen. Jetzt kommen die Feinheiten. Diese Lampe, die hat ja so einen grünen Schein. Und das will ich irgendwie haben. Das finde ich geil. Das heißt, bei der Lampe ist das Einzige, was ich hier wirklich in dem ganzen Bild mache, nämlich hier schraube ich die Sättigung hoch.
Ich habe sonst ja das gesamte Bild entsättigt, aber bei dieser Lampe will ich die Sättigung und ein bisschen mehr Weiß. Die soll so aussehen, als wenn sie fast noch scheint. Ja? Vielleicht noch ein bisschen mehr die Tiefen aus. Guckt euch das an. Das ist doch geil. Das ist so ein Highlight im Bild. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen. Ich sehe ganz viele Fotos, wo dann solche Halo entstehen. Und zwar, ich habe jetzt ja, wenn ihr euch das anguckt, ich male ja immer so ein bisschen über den Rand drüber. Unten fällt es nicht so sehr auf, aber oben im Himmel sieht man das immer sofort. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist, ich habe hier ein bisschen Halo. Das seht ihr da. Da, so über der Lampe. Jetzt haltet mich für bescheuert, dass mir das überhaupt auffällt, aber irgendwie mich stören solche Details, dass es da oben jetzt heller ist. So, das heißt, dieses Halo versuche ich jetzt wieder zu löschen. Ich gehe also wieder auf den Pinsel, dann gehe ich auf die Ebene, die ich gerade eben hatte, das war ja das hier, klicke da drauf, gehe auf Löschen, das hatten wir gerade eben schon beim Gras und fahre hier lang. So. Und siehe da, der Halo ist weg. Das Halo. Die Halo. Ich weiß es nicht. Aber das ist gut. Weil ich finde das nicht geil, oben mit diesem Halo. Jetzt überlege ich gerade, ist das da eine Wolke oder ist das da ein Sensorenfleck? Wir können ja einfach mal gucken, was uns anbietet, wenn ich das wegmache. Na. Ja. Ist, ne, das ganze Bild wird gleich natürlich viel, viel besser. Das war jetzt ein Spaß. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir vielleicht ein bisschen am Graffiti arbeiten. Ich gehe also mit meinem Pinsel das Graffiti lang und werde jetzt einfach mal, weil das ja weiße Elemente hat, das Ganze noch ein bisschen mehr zum Leuchten bringen durch weiße Farbe. Das kann ich oben mit den Graffitis auch machen. Ich hatte schon mal im letzten Video gesagt, ich bin so ein Mensch, ich glaube da ganz fest dran, dass wenn man so auf die Details achtet und Details auch macht in den Bildern, dass also so Kleinigkeiten, dass das nachher vielleicht auch beim Bild eben den Ausschlag gibt, dass man sagt, boah, das ist ein cooles Bild. Was ich jetzt hier gerade mache, während ich so rede, ich versuche dahin den Halo noch ein bisschen wegzubekommen im Hintergrund. Das fand ich irgendwie nicht so gerade so cool da. Ja, ist aber auch weg. Somit ist das Bild fertig. Ja, also mehr mache ich nicht. Ich entsättige, also ich mache die Dynamik hoch. Das hier, dieser Punkt ist halt sehr wichtig. Dynamik hoch, aber entsättigen. Hat man zwar immer noch eine leichte Farbe drin, aber irgendwie wirkt das, je mehr man entsättigt, irgendwie immer fieser. Man kann das sogar noch ein bisschen mehr entsättigen. Es kommt auf euch an, wie ihr es haben wollt. Aber entsättigen ist bei meinen Lost Places meistens der Punkt, wenn ich nicht sie sowieso schon in Schwarz-Weiß mache. Die Farben sind der Kontrast ist krasser insgesamt bei meinen Lost Places Bildern. Die Klarheit haut mehr raus. Bei dem Bild jetzt das Besondere eben dann oben noch die Lampe. Das war das Einzige, was ich in dem ganzen Bild gesättigt habe. Warum? Weil jetzt guckt ihr auf diese Lampe, jetzt guckt ihr auf den Turm. Danach guckt ihr dann so eher aufs Graffiti und den Himmel. Aber in der Mitte ungefähr ist die Lampe und der Turm. Und die Lampe, wie gesagt, kam vorher überhaupt nicht raus. Wie immer zeige ich euch jetzt noch einmal das Original. So sah es am Anfang aus. Ihr seht, von der Lampe sieht man gar nichts. Dem komme ich bei mit HDR-Technik. Das heißt, ich mache ein Bild, was zu hell ist, aber da sieht man dann die Lampe. Hier sieht man sie nicht. Und im Endbild hat man die Lampe. So, ihr merkt schon, wie oft ich Lampe sage. Mir ist diese Lampe einfach sehr wichtig, weil sie einfach nur, auch schon in der Wirklichkeit, als wir da waren, sah sie einfach nur geil aus. So, dieses Bild speichere ich natürlich wieder. Werde ich gleich in die Gruppe reinstellen. Ich gebe dann wieder die Originaldatei dazu und bin gespannt, was ihr aus der Originaldatei zaubert. Also bis gleich.